gefahren gerade mit der Gondel hoch. Das ist auch einfach 8 Uhr morgens, ne? Ja. Und die Brille ist zu klein, der Helm ist mir auch zu klein. Wieso sehe ich aus wie ein Rentner, wenn ich das mache? Wo ist der Schnee? Wir fahren ohne Schnee. Ich bin ganz entspannt. Film, wer dabei ist, mein Bruder ist dabei. Er sagt, er kann gut Snowboard fahren. Er war das letzte Mal mit 14 Snowboard fahren. Und dann haben wir noch Freddy dabei, der macht heute eine Show. Und dann haben wir noch Phoebe. Die ist krass, die hat sich extra ein weiches Board gezogen. Die will Tricks machen auf der Pipe und alles. Die haben uns... Oh, nicht das Handy rausfallen lassen. Aber auch, oh Gott, was machst du, Phoebe? Was denn? Ich will nur... Moment. Sieht so beschissen aus. Du siehst du doch beschissen aus. Trimax am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wisst ihr, wie man Snowboard anschnallt? Snowboard fährt, ultra entspannt, ich hatte keine Skiausrüstung, nichts, Hose, ich habe auch Schuhe bekommen, ich habe Mütze, ich habe Handschuhe, Jacke, ich habe ein Fließtermin bekommen, geile Hose. Er verletzt sich sicherlich wieder, no front. Mein Handgelenk ist ja kaputt, ich kann ja auch nicht wieder boxen, ich darf auf gar keinen Fall aufs Handgelenk fallen, auf gar keinen Fall. Phoebe, Phoebe. Phoebe, du musst beide Bindungen einschneiden. Einer schreibt hier, geiler Trick, Phoebe. Ich habe auch gerade richtig Angst. Ich wusste auch nicht, dass man so viel Angst dabei hat. Links oder rechts vorne gesagt? Wichtig zu wissen. Phoebe, keine Show, schreibt hier einer. Weil sind die Beine auseinander. Okay. Hi, Professor. Phoebe übt Fallen. Nee, ich bin fertig. So, guck. Oh, geil, man kann so richtig Tricks machen. So. Krank. So Leute, nochmal, mein Handgelenk, ich darf auf gar keinen Fall das Handgelenk fallen, da fällt man aber immer drauf. Mein Schlüsselbein war doppelt gebrochen, ich darf auch nicht auf die Seite fallen. Und ich wiege über 100 Kilo und jedes Mal, wenn ich hinfalle, verletze ich mich. Ich würde jetzt so vom Gefühl links vorne gerade mal sagen. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen ganz doll deine Hilfe. Du kannst, er kann Tricks, Salto, er kann grinden, er kann den Skipark. Du hast Schiss? Ich hab ganz doll. Soll ich dich ziehen? Nee. Zieh mal meine Handschuhe an. Hoffe ich die? Ja, Digga. Ey, Chat, ist der Ton gut mit dem Wind und so? Scheiß drauf, die kriegen nur das. Ja, okay, die kriegen auch so 30 FPS. Ja, Chat, fickt euch. Sonst kriegt ihr nur einen Vlog. Okay, jetzt kriegt ihr nur einen Vlog. Ich mach aus. Ich mach rechts vorne, okay? Ich dreh mich einmal. Oh, 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 Chat, guck. Chat. Ja, Digga, ich hab beide. Ich hab früher viele Tricks gemacht. Meine Handys und so ein Scheiß. Achso, das ist die Freestyle. Ja, ein bisschen Freestyle. Freestyle, okay. Ja, mir tut jetzt schon alles weh. Ich bin so verkrampft. Ja, Digga, hä? Ey, Micky, ultraschall. Ich dachte gerade, das ist Max. Max macht, glaube ich, auch gleich die erste Kurve, oder? Nein, doch nicht. Nee, Max macht gar nichts. Er dreht immer im Sitzen. Ey, aber das schafft ja so doll. Let's go. Ja, ja. Jawohl, da ist ja die erste Kurve. Jetzt, erste Kurve. Ich muss immer wieder anhalten. Er bleibt einfach auf. Ja! Ja! Oh! Mit einem Butter. In der Schweiz und die Skigebiete sind echt geiler als in Deutschland, muss ich sagen. Ich bin mal da. Was ist das für ein Weg? Das war die blaue Piste. Ach, Digga, das ist die Talabfahrt. Die ist super hart, ja. Nein, die ist so. Ja, okay, ist echt schwierig. Also, habt ihr gesehen, als wir unten ankamen, wo wir gefilmt haben, wo es die geile Abfahrt? Das war die beschissenste Abfahrt, die ich in meinem Leben gesehen habe. Max? Die fahren wir jetzt. Er ist saustark, Max. Easy, Gine. Er ist der ultra geile Talabfahrt eigentlich. Oh Gott. Halsmaul. Ich hasse die. Ich hasse Adi. Ich hasse Phoebe. Ich hasse meinen Bruder. Ich fass es nicht, dass wir hier langfahren. Das ist ein scheiß Eiskanal an der Hauptstraße, also ohne Schnee. Für Snowboard wirklich ass. Für Ski ist ganz lustig eigentlich. Ja, stimmt. Ski brauchst du nicht so lange und hin und her, ne? Nee, Ski ist eigentlich ganz geil. Snowboard ohne gerade fahren ist scheiße. Geisteskrank Bock, oder nicht? Das macht doch richtig viel Spaß. Niki, einfach komplett das Gegenteil von Max. Echt, wieso? Ich hab so bereut, da runterzufahren. Was war das denn? Ich war das erste Mal nach 10 Jahren irgendwo ein Eiskanal mit Pfützen und Tunneln. Ich hab seit 3 Jahren nicht so viel Spaß gehabt. Als da runter? Ja. Das war die beschissenste Abfahrt meines Lebens. Ey, ich fühle mich, als wäre ich 20 Kilometer gejoggt. Eine Abfahrt mache ich noch. Niki hatte vor 2 Monaten eine Ski-OP, Knie-OP und er darf nie wieder Fußball spielen, geht erstmal Snowboarden nach 10 Jahren. Wie scheiße werden meine Haare aussehen, wenn ich jetzt den Helm abnehme? Zeig mal deine Haare.
Ich setze den Leuten. Ach du Scheiße. Ich schwöre, das ist die beschissenste Frisur. Nein, nein. Hey Leute, Max sagt, das ist die beschissenste Frisur meines Lebens. Jetzt stimmt das halt nochmal. Halt aber von vorne. Das ist nicht die beschissenste Frisur meines Lebens. Also ich glaube schon, Digga. Niki hat Seiten aus Urwald, schreibt einer. Mein Bruder und ich sind zwei verschiedene Ansätze gefahren. Da ist ja hier auch so ein Techno-Festival. Niki denkt sich, oh, er geht bis 4:30 feiern und steht dann um 7.30 Uhr auf nach 2 Stunden. Ich dachte mir, ich bin smart. Ich hau 23.30 Uhr ab, geh nach Hause, schlaf. Normalerweise gehe ich immer so um 3:30, 4 ins Bett. Mein Körper denkt, ich mache nur ein Powernap. Ich schlafe eine halbe Stunde, bin hellwach und hab bis 4:30 Clash of Clans, Clash Royale oder eine Serie geschaut. Das ist richtig besser. Und dann habe ich gesehen, endlich kam Vinland-Saga auf Deutsch raus. Krass, nicht nur auf Japanisch. Waren aber nur die ersten 4 Folgen auf Deutsch. Alle geguckt. Ja, die habe ich gesehen, 20 Minuten eine Folge. Dann habe ich die geguckt und dann war ich aber so drin und dann sehe ich nur noch Audio Japanisch. Und dann habe ich den Rest auf Japanisch geguckt, wie Strobel um 4:30 Uhr nach. Du flamst der Strobel immer so aber doll. Ich hab's gehasst. Aber cool. Digga, hier sind nur 77-Jährige. Ja, und du. Ja, und ich. Und Niki. 77-Jährige und Niki, der Wut. Habt ihr alle eine Sonnenbrille auf? Ja, das ist echt neblig, lass das. Okay. Irgendwie liegst du immer noch auf der Piste. Hä, nein. Ich wollte nur gerade mich hinsetzen. Ach so. Diese scheiß Snowboarder, Digga. Jungs, ich lieb Snowboarden. Ich hasse Snowboarden. Bye, bye. Ein kleines Vaterbild hier. Wie macht ein Vater so? Du musst Daumen hoch machen. Ja, Daumen hoch. Aber es ist gerade wirklich schön. Mensch, ist das toll. Super. Super. Klasse. Klasse. Chat, wie findet ihr das Vaterbild? Kater ist ein Vaterbild. Chat, wie findet ihr Vaterbild? Mein Brett ist schon 8 Meter lang. Ja. Oh, ist das ohne Seitenwechsel scheiße. Digga, mein Oberschenkel implodiert. Ja, fühle ich. Digga, Ski also, ist so viel chilliger, ne? Ja. Ich hab mein ganzes Gewicht immer nur auf dem Hinterbein und kann nicht mehr drehen. Adis Ski sind keine Leiche, aber kaputt. Und die Snowboards sind alle auch geliebt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich fass es nicht. Ey, mega geil, dass du gefilmt hast. Ich pack's nicht, ey.